Vor euch wartet ein riesiger Gartenrundgang aus der Permakultur, naturgartenmäßig, so nah wie es halt eben geht. Ich habe hier eine Parzelle in einem Schrebergartenverein, daher gibt es natürlich ein paar Rahmenbedingungen, denen ich mich natürlich anpasse. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat Permakultur ganz viel Platz. Darüber freue ich mich. Die Freude möchte ich mit euch teilen, so gut das geht. Und im Garten hat sich mega riesig viel getan. Es gibt vieles Neues zu bestaunen. Wir können mal so den aktuellen Stand im Garten abchecken, was so die Pflanzen sagen, wie weit alles so ist, was so neu kommt, wie die Beete aussehen. Wie gesagt, was sich alles so Neues, Riesiges entwickelt hat. Und auch im hinteren Bereich nahe der Weidenhöhle gibt es Neues zu zeigen. Stichwort Küche. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Und gleich hier vorne bei meinem Sonnenplätzchen haben ja Tomaten reingefunden. Und man kann ganz gut erkennen, links, rechts, die Tomaten, hinten drei Rucola und hier vorne noch eine neue Pflanze. Das müsste ein Kohlrabi sein, ein Superschmelz. Ich muss gestehen, ich habe nicht mehr so ganz den Stand in Erinnerung, den wir das letzte Mal hatten. Bei mir sind natürlich schon eine Weile die Tomatenpflänzchen rausgekommen. Da habe ich so meiner Intuition vertraut, dass da das mit den Eisheiligen einfach vorbei ist. Also 15. Mai, was haben wir heute? Den 10. Also die sind schon eine Woche in der Erde, glaube ich, hier die Pflänzchen. Und es hat ihnen keinen Abbruch getan. Ansonsten das Beet, so weit bin ich gekommen. Alle schier und nochmal gefüttert im hinteren Bereich. Ich hatte hier auf der Ecke Eidechsen mit allem, was ja, die so lieben, worauf die gerne rumkrabbeln oder wie man dann bei den Eidechsen dazu sagt. Ich sehe die auch regelmäßig, vor allen Dingen, wenn es hier in der Ecke dann auch nass und feucht ist. Ich sehe sie regelmäßig, in dem Moment habe ich sie entdeckt. Da vorne, da haben wir zwei auf dem Holz sitzen. Da sitzen sie. Und ich habe gesagt, ich wollte einen Riesengartenrundgang machen, deswegen kann ich mir auf jeder Ecke noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Goldrute hat einen guten Fortschritt gemacht, ist gut zu sehen. Hier vorne auf der Ecke, gerade beim Hummelbummelplatz, ich habe die roten Dinger abgemacht und man sieht ja irgendwie dahinter noch im Schatten, dass das Ganze trotzdem so eine Blüte da noch abbildet. Worum es geht, ist hier vorne die Ecke, da waren so Halbschalen von Pistazien, also hier die Schalen, so halb lackiert und dann da drauf. Und die wollten einfach nicht halten. Grund habe ich nun erfahren. Danke für eure Kommentare. Ich bin sehr begeistert, was ich lesen durfte. Hier kommt überall Schafsgarbe durch. Richtig schön. Ich habe mich dafür entschieden, diesen Teil so zu lassen, wie er ist. Denn ich durfte entdecken, als ich hier saß, dass die Eidechsen hier rüber gehen und da drin verschwinden. Und das ist so ein wilder, schöner Bereich. Ich mag auch die Abwechslung noch von dem, was aus dem letzten Jahr über ist, mit allem, was halt da grünt. Der Bereich ist halt, die nächste Zeit. Irgendwann kommen die Lupinen. Ach, da vorne im Gartenzaun kommt sogar schon eine, sehe ich gerade. Vielleicht kriegen wir nochmal, das ist gerade Premiere, die entdecke ich gerade das erste Mal. Kommen wir aber gerade nicht so nah dran, aber hier kommen wir ran, da wo die Wanze gerade dran ist. Die finde ich so schön. Fasse ich auch so gerne an, die sind flauschig. Ja, und hier wächst alles Mögliche. Das lasse ich jetzt auch wuchern. Ich freue mich darüber. Glaube, dass hier noch eine Königskerze versteckt ist. Das heißt, hier auf der Ecke wird das dann auch noch gelb. Lupin ist größtenteils lila. Ja, und so hat sich das hier entwickelt. Oh, was kommt hier denn durch? Wie schön. Guck mal, gibt's hier gar nicht. Das ist mir auch alles neu. Ach, was freue ich mich. Ja. Und die Pflanzen vertragen sich, haben sich hier breit gemacht. Ich kümmere mich nur ums Sensen, den Weg, sonst muss ich ja nichts machen. Hier haben wir jetzt den schönen Weißdorn. Der macht sich auch schon breit, da werde ich nachher gucken, was ich abschneide. Das darf auf dem Weg nicht stören. Beim Laufen, das Ding hat ja auch Dorn und ich möchte das auch nicht haben. Und es soll so ein bisschen mehr nach oben gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Weißdorn wird. Und deswegen unterhalb werde ich immer nach und nach mal ein bisschen was abschneiden. So sieht's aus hier auf der Ecke. Blühwiese hier vorne. Eine Lupine auf der Ecke. Topinambur ist ja immer noch zwischen. Verteilt sich überall. Überall kommen kleine grüne Pflänzchen. Zu entdecken auf jeden Fall Sonnenblume. Beinwell. Ja, Ringelblumen entdecke ich schon. Nachtkerze haben wir hier. Das müsste eine Kapuzinerkresse sein. Ja.
Also überall so ein bisschen grün. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal das Beet vor. Hier hat sich einiges getan. Steckt auch noch die Forke drin, die Grabegabel. Jo, hier wird mit Herz gegärtnert. Soll jeder gleich sehen. Spreche ich sonst nicht so an. Hier habe ich eine Tomate vom Herbert drin, eine schwarze, sagt er. Hier die Zwiebelreihe, die kommt. Das Grün könnt ihr sehen. Hier das ganze Stück bis hinten. Ist alles voll Kartoffeln, habe ich euch ja gezeigt. Und da habe ich noch ein paar Bohnen im Boden gesteckt, Buschbohnen, weil die Stickstoff an den Boden liefern und die vertragen sich halt eben ein bisschen gut. Das geht dieses Jahr auch ganz gut, weil die ein bisschen mehr auseinander sind. Wobei ich entdecken darf, dass hier und da noch was im Boden war und ein paar Pflanzen kommen, die normal nicht zu sehen wären. Aber so ist es mit der Kartoffel, die breitet sich aus. Kann man auch in Ruhe lassen, man hat immer gemütliche Kartoffelernten. Ja, so sieht es hier aus auf der Ecke. Und hier vorne, habe ich bestimmt schon von erzählt, sind die Erbsen drin. Die kommen auch richtig fleißig. Könnt ihr gut erkennen. Sind auch bewusst voll ausgesät, weil ich mir da die Jungpflanzen für einen Salat schnappen möchte, beziehungsweise zum Naschen. Ich nasche ja ganz gerne direkt aus dem Garten, damit die Energie auf dem Prozess zwischendrin dann nicht flöten geht. Ja, Tomatensorten kann ich euch vielleicht irgendwann mal vorstellen. Da kommen überall so kleine Kartoffeln durch. Selbst da war nicht geplant. Da kommt auch was. Ja, so ist das. Hier ist sogar eine Sonnenblume. Tomatenpflanze. Hier habe ich jetzt einen Steg hingemacht. Das wollte ich ja dieses Jahr ganz gerne, dass ich hier so ein bisschen was zum Rumtouren habe. Hier den Bereich habe ich mir auch langsam vorgenommen. Da kommt auch eine Kartoffel durch. Dort habe ich eine Buschbohne gesetzt. Also ausgesät, wie auch immer ihr das nennen wollt. Für mich ist das nicht wichtig. Hier die Reihe. Hier habe ich, und ihr könnt sie auch schon sehen, auch wieder Zwiebeln drin. Da vorne dann Tomate, Physalis, genau, die Annenbeere. Und dann sind wir da eigentlich auch schon durch. So, ne? Wenn ich da mal gucke. Genau, der vordere Bereich, da habe ich überall noch nichts drin. Das ist frei. Ja, machen wir hier weiter, würde ich sagen. Ihr könnt erkennen, ich habe fleißig gesenzt. Überall, so ein bisschen, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber die erste Hälfte des Gartens ist ganz gut im Griff. Hier, die Erdbeeren sehen derzeit so aus. Schön viele Blüten. Alle anderen kommen so nach und nach durch. Ich muss aber auch sagen, das, was sehr viel durchkommt dieses Jahr, ist die Ackerwinde. Die hat sich echt wirklich überall breit gemacht. Ne, hier ist sie. Überall zwischen. Die Kohlrabi sind schon gekommen. Superschmelz und Azurstar, die ich jetzt später angezogen habe. Ich mache so ein bisschen versetzten Rhythmus. Hier die Sachen ist gar nicht zu sehen. Vielleicht geht das auch nicht mehr auf. Kresse etc. Also es ist ein bisschen wild hier. Knoblauch, der erste, kommt hier bei den Erdbeeren. Hier habe ich überall noch Knoblauch hin. Ah, hier sieht man es ganz gut. Einmal drumrum. Genau. Und irgendwas habe ich hier doch noch ausgepflanzt. Was war denn das? Was ist das hier, Rucola? Ich glaube schon. Hat aber das Gefühl, hier hatte ich doch irgendwas vor. Das sieht so aus, das ist so meine Handschrift. Ich habe was angefangen und nicht zu Ende gebracht oder mich umentschieden. So, einmal hier rüber. Tomate könnt ihr erkennen. Da haben wir Paprika, da drüben eine Chili. Genau, habe ich ja gesagt. Sonnenfalle, wunderbar für diese Pflanzen. Ansonsten wird ordentlich weggefuttert auch im Garten. Also hier sieht man das an der Petersilie. Ich habe auch Tomatenpflanzen, die weggefuttert wurden. Sehr spannend, was da zu beobachten ist. Ansonsten hier Salat habe ich auch das erstmal ein bisschen von genascht. Ja, ach so, da vorne, genau. Johannisbeere, kann ich ja mal so ein bisschen den Fortschritt zeigen. Hängt hier schon überall was dran. Für die kleinen Pflanzen. Danke an den Mike. Ja, und hier Blühwiese, alles Mögliche, habe ich euch ja schon mal gezeigt. So, und ich würde sagen, gehen wir weiter im Kreis. Hier der Blühstreifen. Also ich sag mal, die Akelei spricht ja wohl für sich. Da will ich lieber hier rumgehen. Schatten. Wow. Also die ist echt füllig. Wunderschön. War zu erwarten, dass da was kommt, aber das ist deutlich mehr, als ich mir erwünscht und erhofft habe. Den Bereich lasse ich wohl auch unberührt dieses Jahr. Da kommt noch was rein, will ich mich noch drum kümmern. Ja, und das ist so der Fortschritt noch auf dem Blühbereich.
So, und jetzt kommen wir zum Kiholbeet. Hier gibt es natürlich auch einiges. Auch in wundervoller Blüte stehender Grünkohl. Das wollen wir ja alles genießen. Ich bin auch überall am Naschen, wo es noch geht. Also Grünkohl liefert mir auf jeden Fall noch Blätter. Also ich sag mal vom Vorjahr, aus dem Mai, wenn man die erste Zeit im Garten ein bisschen abdecken möchte, dann ist das die Pflanze für euch. Hält auch länger als der Rosenkohl da drüben. Gut, zeige ich euch den Rest. Ist ja einiges. Hier haben wir die Möhrchen, die sollen blühen. Sind auf einem guten Weg. Auch hier überall mit Ackerwinde zu kämpfen. Sehen wir wahrscheinlich gleich noch. Die kleinen Stöckchen habe ich rausgeholt. Aber hier ist noch eine Reihe mit Zwiebeln. Da will ich auch noch mal generell an anderen Stellen was finden. Hier ist alles so Ackerwinde. Tomatenpflanze. Da haben wir den Kohlrabi drin, den Superschmelz. Kann auch ein normaler sein. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Auch das, was ich vorhin gesagt habe. Nochmal eine Tomate, nochmal eine Tomate. Hier in Blüte geschossene, ja, es muss Feldsalat sein. Genau. Den gehe ich mal hier weiter durch. Das ist der Rosenkohl aus dem Vorjahr. Habe ich auch noch ein paar Pflänzchen stehen. Hier ist noch eine Tomate reingekommen. Denn von dieser Seite, weil wir so schön gucken können, Mangold, Mangold, Salat, wieder eine Reihe Zwiebeln. Liebstöcke sieht so aus. Wurde auch fleißig geerntet vor kurzem. Sehr beliebt. Hatte Besuch da. Ich habe mich gefreut, weil das ist echt im Überfluss da. Also wer eine Pflanze hat, weiß, wie es da aussieht. Das kriegt man gar nicht verbraten. Hier vorne habe ich eine Physalis eingebracht. Das ist ja noch die Kronlichtnelke. Dann einmal von der anderen Seite auch da die Zwiebeln. Ich zeige euch jetzt wirklich nur das, was da sein soll. Das könnte noch Rucola sein. Genau. Mache ich mal einen Schritt. Auch alles voll Zwiebeln. Genau, dreierlei Rucola habe ich da noch rein. Also habe ich jetzt so genannt, Rucola. Nachtkerze, Nachtkerze. So. Oh, ich freue mich, wie ich hier überall gut durchkomme. Ja, überall ist ein bisschen schöner geworden, ein bisschen intensiver. Ich habe auch beetbegrenzungsmäßig hier die Steine gesetzt. Da genauso. Und wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch ein schönes neues Gestell gebaut. Das dürftet ihr noch nicht kennen. Das habe ich für die Stangenbohnen dahin. Die sind unten auch schon im Boden. Wird fleißig gegossen. Heute habe ich hier nochmal eine Sonnenblume ausgepflanzt. Oh, die braucht noch Wasser. Zeigt sie mir an. Habe ich vergessen. Kommt gleich. Ja. Nachtkerze wird immer größer. Da freue ich mich. Königskerze. Noch eine, das ist die kleine, die wir hatten. Himbeeren. Auch alles wundervoll. Dann gehe ich hier mal weiter rum. Hier ist der Grünkohl durch. Ja. Bisschen anders als die andere Pflanze. Da darf man auch echt mal den Blick schweifen lassen. Na gut, ich lasse mich ablenken. Auch hier vorne hatte ich ja ein bisschen was gebaut und Erbsen eingebracht. Da unten das Grün ist zu sehen. Überall was drin. Da ist ja wahrscheinlich wieder die rote Emmerli rausgekommen, wie eine Kartoffel. Da, wo ja, der Stock drin steckt, habe ich wieder Buschbohnen drin. Genau. Verschiedene Sorten, zwei verschiedene Sorten, die habe ich vom Herbert geschenkt gekriegt. Jetzt wird der Zug ein bisschen laut, den nehmen wir einfach mal mit. Oder auch nicht, der war besonders laut. Ja, das ist auch bei all meiner Geräuschempfindlichkeit. Muss ich sagen, im Zug komme ich am besten klar. Habe an dem Bahnhof gewohnt, vom Elternhaus her. Wohne die ganze Zeit neben Bahnhof. Und das war mein einziger Joker. Ja, oder ist mein einziger Joker. Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich trainiert. Das stört mich gar nicht. Das ist, ja, kann man sich drauf verlassen. So, wo bin ich denn stehen geblieben? Jetzt bin ich hier irgendwie rausgekommen. Vom Herbert habe ich noch geredet, ne? Also die waren vom Herbert. Ansonsten war es jetzt doppelt gemoppelt. Ja, und hier die Tomaten. Da haben wir 9 Pflanzen drin. Die machen sich zusammen wieder mit der Kapuzinerkresse. Da ist eine Pflanze, da ist eine Pflanze, da ist eine Pflanze, da ist eine Pflanze. Überall ist irgendwie was Kapuzinerkressenmäßig. Werde ich auch noch ein bisschen aufteilen auf dem Garten. Ansonsten hier tolle Tomatensorten drin. Vielen Dank an die Iris. Von ihr kommen die Pflanzen. Und ich stiefel hier mal weiter durch. Habe ich hier nicht noch irgendwas reingebracht, was nicht so dazugehörte? Ich glaube, das ist eine Sonnenblume. Genau, die könnte ich dahin gepackt haben. Das passt ganz gut zu meinem Muster. Wieder rüber.
Das Dach war kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das habe ich jetzt erstmal so ein bisschen behelfsmäßig. Also das Loch stört mich nicht. Das ist alles cool. Ja, aber es ist auseinandergerissen. Hat ja nicht so gute Qualität gekauft, wie es aussieht. Ich muss sagen, hat nicht nur ein paar Wochen gehalten. Dann war vorbei. So, hier war ja alles voll mit Minze. Ich hatte gehofft, da kommt irgendwie noch was nach. Aber naja gut, das ist geblieben und das habe ich auch eingepflanzt. Ansonsten der Blühwiesenstreifen, der zieht zu, wird grüner. Genauso wie das Bäumchen hier. Habe ich ja im letzten Video erzählt, wie es dazu kam, wo das herkommt. Geschichte dahinter, ansonsten da nochmal reinschnuppern. Ja, ansonsten sieht wunderschön aus. Auch der ganze Blick. Ich fange das Stück für Stück immer mehr an zu genießen, muss ich sagen. Da öffnet sich was. Aber gleichzeitig seht ihr auch das Ergebnis von ja, Transformation, Traumarbeit. Denn da brauchte ich einiges an Zeit hier, um mein Leben zu verdauen. Achso, genau. Wunderbar, dass ich hier den Schwenk rüber mache. Bin direkt dran vorbeigelaufen. Die Lemon Queen, sie wird riesig. Wow, da freue ich mich besonders drauf. Hier links, das gehört zu der Lemon Queen. Es sind noch ein paar Sachen übrig geblieben. Ah, was haben wir hier? Ist das eine Butterblume? Ne, wie nennt sich die da noch? Ich weiß es gar nicht. Jo. Spricht alles für sich. Nichts Besonderes passiert. Hier der Foodsharing-Stand. Der wurde richtig fleißig genutzt. Aber richtig fleißig bisher. Da freue ich mich sehr drüber. Darf auch weiter genutzt werden. Ja, also hier links von mir. Genau, ich habe ein bisschen mit Zaun angefangen. Weil ich hier so viel Vandalismusprobleme hatte die Jahre, habe ich da ein bisschen dafür gesorgt, dass ich hier mal mit dem Zaun was mache und den Leuten das mal ein bisschen schwerer mache. Ja, hier vorne, so war da nichts passiert. Es liegt aber bald an, das Beet mit Mais, mit Stangenbohnen, mit Kürbis und was da sonst noch so reinfinden möchte, wie Kletterspinat. Beetbegrenzung liegt auch noch ein bisschen was an. Und wenn ich mich jetzt so umschaue, habe ich alles so ein bisschen mitgenommen. Hier vorne. Und ich sage, das wird ein Riesengarten und gar nicht, muss sagen, zeitlich bin ich gut dabei. Ne? Hier vorne habe ich noch einen Eimer, da war mal eine Ernte, bin ich ein paar Wochen ausgefallen, konnte mich um nichts kümmern, da unten steht auch das Wasser drin, ich sehe das auch an den Fliegen, das riecht auch dem. Oh, ne, wer bist denn du? Spannend, da sind ein paar mehr drin. Ich darf beobachten, gestern, heute, überhaupt die letzte Zeit. Hier ist wieder eine Hornissenkönigin unterwegs. Vielleicht dürfen wir sie auch gleich noch sehen. Die hat da so ein Fleckchen, wo sie ganz gerne ist. Und da bin ich öfters mal ein bisschen flinker vorbeigekommen. Habe ich sie mit meiner Energie ein bisschen angetrieben und flog sie davon. Aber die hat mich schon abgecheckt. Hat hier schon einige. Da ist sie sogar. Gibt's ja gar nicht. Na, kommst du noch wieder? Na gut. Ihr könnt sie sehen. Da fliegt sie. Danke, Pachamama. Hammer. Also besseres Timing geht gar nicht. Ja, da ist sie wieder. Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Ja. Da darf ich auch mal wieder breit lächeln. Dann können wir mal von dieser Seite ein bisschen gucken. Und ein kleiner Spoiler in die Richtung. Ich werde dabei dann nichts zu erzählen. Alle, die die Videos aufmerksam verfolgen, dürfen jetzt was Neues entdecken. Aber weiter zu dem Beet. Also hier Beinwell, weiterhin vertreten. Ja, das sieht nach einem Fingerhut aus. Und dann die Nachtkerze hier richtig seine Fühler ausstreckt. Ja, da vorne. Ja, da kann ich doch jetzt mal hin, würde ich sagen. Laufe ich mal lang. Holzlager geht auch immer mal was. Hab auch hier oben, wenn ihr mal guckt, ordentlich was verbaut. Beziehungsweise auch hin und her sortiert. Hier sind mal die Paletten hingekommen. Das ist so ein Bereich, da freue ich mich, dass hier jetzt so langsam Licht in den Schatten kommt und das Holz hier nach und nach seinen Platz findet. Vor allen Dingen hier auf der Ecke ist geplant, dass ich da noch ein großes Holzlager hinmache. Genau mit den Paletten, die ich da habe in dem Lager. Da dachte ich, hier so übereinander was hinzubasteln, damit ich mal diese ganzen Balken und Bretter und so loskriege. Ja, genau. So, ich schwenke mal einmal durch. Spoiler. Also, ich habe hier im Großen und Ganzen
doch den vorderen Bereich ganz gut im Griff. Ein oder andere wartet, das Milpa-Beet und ja, da wo Kürbis und Stangenbohnen und Mais und so rein sollen. Wobei die Maisanzucht klappt nicht so gut. Er ist irgendwie verhext. Muss mal gucken, wie das so läuft noch. Aber es ist nie zu spät. Hier habe ich noch nichts gemacht, kann mich nicht entscheiden. Bei allem Rumgewerke hier auf der Ecke durfte ich feststellen, dass die Weide echt wurzelt und überall zwischen ist. Deswegen mal schauen. Hier sind 3 Tomaten reingekommen heute. Und hier auf dieser Seite habe ich ja noch ein paar Pflänzchen stehen. Tomaten sind bei mir doch noch gekommen, ein paar, auch schon im Garten. Da stehen auch noch 2 Physalis-Pflanzen an den Töpfen. Da habe ich den Mais drin, mir wurde aber schon einiges geklaut hier an. Also auch die ganze Schale war voll Tomaten, die wurden mir weggefuttert. Ich weiß gar nicht, wer sowas futtert, vor allen Dingen alle anderen stehen lässt. Hier dann nochmal Kohlrabi Azur Star und den Superschmelz. Ja, zeigenswert. Ja, hier drüben noch Rotkohl, Weißkohl, Rosenkohl, Mangold. Ja, aber alles andere, egal was, es kommt irgendwie nicht raus aus dem Boden. Ich meine, da steht Luffer, da ist Zucchini, alles nicht gekommen. Aber glücklicherweise versorgt mich das Universum und es finden tatsächlich die Menschen zu mir, beziehungsweise laufen mir über den Weg, bei denen die Lücken gefüllt werden. Ich habe es gesagt, Iris hat mir ganz viele Tomaten gesponsert. Von mir selber kamen zum Glück jetzt auch ein paar durch. Müssten jetzt auch fast 30 Pflanzen sein. Ich habe da richtig Spaß dran, das ist mein Ding. Aber dieses Jahr sind es weniger. Ja. So, ich stehe hier schon in dem Bereich, den ich schon gespoilert habe. Und ich würde sagen, da gehe ich doch mal ein bisschen weg, auch wenn ich jetzt noch davor bin. Nicht gucken. So, hier. In dem Bereich habe ich ganz viel gewerkelt, aber richtig viel. Und das möchte ich euch im Detail dann nochmal zeigen. Angefangen hat alles. Hier mit dieser Ecke habe ich alles ein bisschen plan gemacht, alles weggerissen, das Ganze auch eine Etage tiefer gemacht. Und das Ergebnis ist das, also ne, die Steine unten, die ganzen Platten, bis das dann saß, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Ansonsten der Grill stand hier schon auf der Ecke. Ja, und dann habe ich dahinter, obwohl ne, chronologische Reihenfolge, dann war ich hier drüben zugegangen, genau, habe das gebaut, die Platte kann man auch abnehmen. Ja, endlich mal was auf meiner Höhe. Ja, das, also eine normale Küche hängt da unten irgendwo. Ja, das ist für mich nicht so gerade rückenfreundlich. Und jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, mir meine Höhe auszusuchen. Das ist sie. Wie gesagt, die Platte ist abnehmbar. Gerade so für Winter oder wenn dolle Regenzeit ist, dass es dann ein bisschen Schutz findet. Wobei hier auch noch angedacht ist, oben drüber ein Dach hinzubasteln. Also ist konkret in meinem Kopf so vorgesehen. Aber wann das soweit ist, mal gucken. Aber eins nach dem anderen. Also das Ganze ist in progress, sagt man, glaube ich. Also es ist im Prozess, es entwickelt sich. Und so bin ich das ganze Projekt angegangen. Ich habe auch die Sachen richtig ordentlich tief eingebuddelt. Da den Pfahl. Und auch dann nochmal da hinten den und den hier von der Rückwand. So, nach dem ersten Projekt habe ich mir dann das hier vorgenommen. Oh, da war ein kleiner Ohrenkneifer. Verzeihung, lieber Ohrenkneifer. Ich hoffe, du kommst hier raus wieder. Ach, da steht bestimmt so drauf, dass irgendwo Luft ist. Ja, das habe ich dann dahin gebaut. Ich habe das, klemm dich nicht ein. Genug Zeit gelassen. Die Tiere sind schneller als wir. So, und dann habe ich hier hinten das Ding gebaut. Genau, die ganze Konstruktion. Wollte unbedingt eine Ablagefläche haben. Ich bin auch noch nicht fertig. Hier kommen noch überall irgendwelche Sachen ran. Das habt da Ideen, die werde ich jetzt noch nicht teilen. Lasst euch überraschen. Ich mich auch. Ne? Also ich weiß ja nicht, was das morgen mit sich bringt. Und ob ich das verwirklichen darf. Ja, als das dann hinten fertig war, habe ich hier irgendwie noch Holz gefunden. Habe das rangehalten. Oh, das passt ja. Muss ich nicht zusägen. Rangeschraubt. Und dann habe ich das obere gefunden, was tatsächlich von der Breite her genau auf das andere passt. Ja. Da habe ich auch noch andere Ideen zu, das noch zu verfeinern, so wie es ist. Wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Genau. So, und als ich hier dann fertig war, links, rechts habe ich ein bisschen Deko rangemacht. Wobei das steht hier jetzt nur, das habe ich angelehnt. Das habe ich ein bisschen eingeklemmt. Das ist sehr, aber irgendwie macht das was her an der Stelle. Das ist die eine Weide, die mir hier links umgekippt ist, die nicht tief genug im Boden war. Davon habe ich 2 tatsächlich. Ja. Und
Genau, dann habe ich das hier hinten gebaut. Muss natürlich ordentlich frei machen hier am Beikraut. Dafür stiefel ich mal hier rauf. So sieht es dahinter aus. Das ganze Holz habe ich darauf gebracht. Genau damit habe ich angefangen. Das war das als Dach gedacht. Bis da, wo das frische Holz anfängt, war schon fertig. Und den Rest habe ich halt hier überall aus meinen Reserven geholt und ja, passend zugesägt. Hier hinten, was hier hinkommt, verrate ich auch noch nicht. Ja, und dann muss ich natürlich hier aufpassen wegen Grill und so und Feuer, dass das Holz weit genug weg ist. Ja, und das ist, befindet sich noch im Aufbau. Beim Beet habe ich dahinter ein bisschen was weggerissen. Können wir gleich zu kommen. Zeigenswert auf jeden Fall. Ach, gutes. Ja gut, die Kamera ist zu weit weg gerade im Weitwinkel, aber da kam gerade die Meise runter. Das Vogelhäuschen wird fleißig genutzt am Apfelbaum. Das ist der Apfelbaum. Ja, und dann habe ich hier noch eine Bank gebaut. Das habe ich gestern gemacht. Einmal hier auf der rechten Seite. Ich, wie gesagt, ich packe das ganze Lager vorne in einen Bereich. Da beim Bienenhotel habe ich doch diese Bank stehen gehabt. Und wie ihr sehen könnt, wird nicht mehr so viel aushalten. Und das Ding war auch relativ klein. Das war aber meine Vorlage quasi vom Grundprinzip. Und dann habe ich mir gestern aus langen Holzstücken dann das Ding zusammengezimmert. Ist auch deutlich größer. Deutlich größer. Ja. Jetzt steht das Ding erstmal hier, kommt dann nochmal an einer anderen Stelle, denke ich. Wobei ich hin und her gerissen bin mit dem Strandkorb. Die streiten sich um ein Plätzchen. Ja, wie gesagt, da möchte ich noch nicht mehr verraten. Zeigenswert ist ansonsten hier auf der Ecke ja noch, was sich hinter mir befindet. Das, ja, ich habe ja jetzt so die letzte Zeit eher die anderen Beete gezeigt, aber hier hinter mir gibt es noch ein Beet, das ihr vielleicht gerade schon gesehen habt. Das, ja, da sollen die ganzen Buschtomaten rein. Ich habe da schon ein paar Pflänzchen gekriegt. Von mir ist auch noch eine Zuckerbusch durchgekommen. Ich habe da auch, glaube ich, eine normale rein, die ich nachher kürzen kann. Also genau, steinmäßig. Auch hier unten diese Platten rausgehabt und alles angeglichen. Auch hier vorne überall alles eben gemacht. Ja, aber als Beetbegrenzung, weil irgendwie ist dieses Jahr mehr Erde da, habe ich festgestellt. Und ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich check's wirklich nicht. Quillt aus allen Nähten, was die Erde angeht. Wobei ich doch so viel rausgeholt habe. Also hier liegt auch was drauf. Und jetzt gehen wir mal rum. Genau, das habe ich rausgeholt. Ja, ein Haufen von Beikraut. Ja, hier auch Beetbegrenzung und ich arbeite mich nach da drüben vor. Wobei jetzt hier im hinteren Teil, da will ich auch noch was hinmachen, damit das halt kompakt ist, also geschlossen ist. Mangold, Kohlrabi, Tomate, Mangold, Salat, Tomate, Tomate, Salat, Tomate und noch eine Tomate. Und hier darf auch eine rein, da war auch kurz die Zuckerbusch drin. Mal gucken. Und hier in dem Bereich sieht alles wüst aus. Werde mich da durcharbeiten, weil sieht ja hier Chaos und so. Da soll ich auf jeden Fall ein bisschen Liebe entfalten und rumzaubern, damit das Ganze auch schön aussieht. Oh, ja, Johannisbeere. Kommt überall was. Ich dachte auch ursprünglich, weil das ganze Ding ist einfach auseinandergefallen. Also es ist wirklich in der Mitte in alle Richtungen umgeknickt, wo ich da unten gar nicht bei war, ganz von alleine. Und nimmt hier überall mehr Raum ein. Deswegen hier der Bereich, der soll noch frei, damit man hier laufen kann. Das Dach ist nicht fest, das ist alles nur provisorisch. Hier stehen noch ein paar Sachen rum. Genau. Also der Bereich kriegt noch Liebe. Und jetzt tingeln wir mal hier weiter zum Apfelbaum. Also man sieht nicht mehr viel, aber der war so voller Blüten. Und vor allem diese ganzen Senkrechttriebe, von denen man uns, ja, bei denen man uns doch meistens empfiehlt, sie abzuschneiden, mache ich jetzt die Erfahrung, dass das doch ganz wundervoll ist. Ich meine, das ist alles voll Blüten. Und ich darf mit Glück dann dementsprechend Äpfel ernten. Ist ja nicht so leicht gesagt an diesem Zeitpunkt, ob das alles so durchkommt. Weil, ja, also normal ist zum Beispiel diese Frostperiode mit den Eisheiligen so ein ja, kritischer Bereich, weil die ganzen Blüten hier kommen. Aber zum Glück hat mein Apfelbaum ein bisschen mitgedacht und einige erst viel später aufgemacht. Das heißt, ein Stück vorgeschickt, also ein Stück, also die Blütenpracht einmal vorgeschickt und dann doch nochmal ein Schwung, der dann einen Tick danach kommt. Oh, lass dich nicht stören. Muss ich keine, lass dich nicht stören. Die meckert gerade mit mir. Ja, ich ziehe schon weiter. So,
Genau. So, dann von dieser Seite können wir nochmal diesen Bereich abfrühstücken. Hier will ich dann auch nochmal sensen demnächst. Das schön machen. Und vor allen Dingen, ja, den Platz hier auch frei machen. Totholz weg. Dachte erstmal, ich schlag hier ein Lager auf. Wollte sowieso noch mehr Stellen haben. Und wie sehen könnt, hier ist auch noch alles lang. Das sah vorher rechts daneben genauso aus. Gerade gestern bei gewesen. Ja, und hier, oh, jetzt sehe ich gerade, beim Rhabarber war ich noch gar nicht. Hier auf meiner linken. Kommen wir gleich noch hin. Hier haben wir Goldrute und die Lemon Queen, die wachsen. Und da sind natürlich noch überall ein bisschen Brombeeren zwischen. Das ist auch so ein Bereich, da möchte ich Liebe entfalten. Auch sensen, alles freisensen, Kontur geben. Ja, wäre das nun mein Garten säen, ein paar Sachen ein bisschen anders. Und ich mache hier halt eben den Spagat. Sinnvoll für einen Schrebergartenverein. Da habe ich mich natürlich an ein paar Sachen zu halten und gebe mir dann auch große Mühe seit Anbeginn. Hier auf der linken Seite, habe ich ja gesagt, ist noch der Rhabarber. Wenn ich schon gezeigt, hier habe ich den Zaun repariert. Doch, das muss ich schon gezeigt haben. Sind neue Fehler reingekommen, das kam mir ja alles schon entgegen. Und ja, die Weide ist hier auch fleißig am Wachsen. Ich denke mal, zum Herbst werde ich überall mal kürzen und ja, letztendlich habe ich dann auch neues Holz, was ich verwenden kann. Also bei der Höhe muss ich hier schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Und ich würde sagen, bei einigen Stellen habe ich lange genug gewartet. Hallo Rhabarber. Ja, da haben wir Rhabarber. Und der hat irgendwie auch alle Fühler so ein bisschen hängen lassen. Ich wusste jetzt nicht, ob der nicht genug Wasser gekriegt hat oder ob das tatsächlich mal einfach dieses Jahr so passiert. Weiß ich nicht. Also das sah für mich auf jeden Fall so aus. Ich zeige euch das mal von hier. Oh, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Rückwärts habe ich keine Augen. Das war knapp. Das war gut. Ich habe mir nicht wehgetan, gerade so davon gekommen. Also ich habe das Gefühl, die sind alle so ein bisschen runtergefallen. So. Und hier oben in ganzer Pracht. Ah, das geht in Blüte. Das wird wunderschön aussehen. Vor allen Dingen mit dem grünen Hintergrund der Weide. Ja. Das Beet ist auf jeden Fall noch ein Beet, was Liebe gebrauchen kann. Irgendwo sind noch Erdbeeren zwischen, Schnittlauch. Hier haben wir Beinwell. Habe ich ja fleißig verteilt im Garten. Und der Bereich hier wartet auch noch auf Liebe. Das heißt, im Großen und Ganzen bin ich überall durch. Da. Alles fertig. Alles schier. Nur mal so ganz normal Beikraut jäten. Das allerdings, das möchte ich genauso abbauen wie die anderen Beete, wo ich die ganzen Umrandungen wie da oder beim Kieholbeet, wie auch immer, alles, was ich da oder auch hier, das mal wirklich aus der Erde wiederholen und Beikraut weg, Quecke, damit ich dann nicht so schnell wieder Probleme habe. So gut das halt eben geht. Einmal vorgearbeitet hatte ich, deswegen alles ist größtenteils noch locker. Gegossen habe ich es nicht, außer normaler Regen. Oh, jetzt sehe ich gerade was. Mensch, bin ich immer blind dran vorbeigelaufen. Lebt hier drin noch was? Es wird knapp. Mein Thymian geht so ein bisschen drauf gerade, merke ich. Na gut. Ja, riecht man auch nicht mehr viel von. Also hier ist wirklich alles fertig. Die ganzen Beete. Nur das da vorne, das hier, das da und alles, was ich euch da nach hinten gezeigt habe, natürlich. Und dann habe ich da vorne noch ein Plätzchenbeet, da habe ich speziellen Plan für, verrate ich euch nicht. Hier flitzt immer noch die Hornisse rum. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen und weiß überhaupt nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich mache hier mal einfach weiter. Habe euch aber auch alles gezeigt, muss ich gerade mal feststellen. Aber wirklich jede Ecke. Ich habe gesagt, das wird ein Riesengartenrundgang. Und ja, das war er. Ich denke aber, wenn ich den nächsten Riesengartenrundgang mache, dann wird das ein Permakulturgartenrundgang, wo ich auch richtig schön in die Beete reingehe, schöne Nahaufnahmen mache. Und dann wird das Ding mit Sicherheit länger werden. Ich denke mal zum Sommer hin. Das ist ja nicht mehr so lang. Nächsten Monat ist ja der offizielle Beginn, meine ich. Ne? 21. Juni. Längste Tag im Jahr. Ja. Also gefühlt, was die Sonne angeht. Ja, und hier hinten, das könnte ich euch vielleicht nochmal zeigen. Einfach mal ein optischer Eindruck. Da sieht es gerade so aus. Hängematte wurde auch schon fleißig genutzt. Wobei ich auch noch auf meinen ersten Schlaf warte. Da brauche ich erstmal schon das Gefühl, mich fallen lassen zu können. Das ging leider nicht. Ja.
Bärlauch. Ach, gut, dass ich hier hinten umher bin. Ja, da sieht es derzeit so aus. Kommt so langsam das Saatgut, was ich dann hier weiter verteilen wird. Eine Riesenfreude. Bärlauch wird immer mehr. Habe ich auch schon von genascht. Bisschen weniger als ich wollte, aber kann ja vielleicht noch kommen. Noch ist er da. Oh. Genau, so sieht es hier aus. Hier übrigens mein Beikrauthaufen. Ein bisschen was ist das, was ich dieses Jahr rausgeholt habe. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Zeit. Bis dann, habt ein schönes Wochenende. Ich denke, das sollte ich vorher noch schaffen mit dem Video. Und bleibt im Licht und in der Liebe. Achtet auf eure Mitmenschen. Geht es euren Mitmenschen gut, geht es euch auch gut. So gut man das halt eben kann in dieser Zeit. Ich weiß, wir haben alle unsere Herausforderungen. So, jetzt bin ich aber weg. Jetzt reicht's.